Ja, servus miteinander. Es geht wieder los. Ein neues Tutorial steht an. Wir haben Update 4.2 und da ist natürlich jetzt seit dem letzten Tutorial einiges passiert. Allerdings waren das immer so kleine Häppchen, dass ich gesagt habe, ah, das lohnt noch nicht und hin und her. Jetzt lohnt sich auf jeden Fall. Das heißt, wir gucken mal ganz schnell nochmal über die Reiter und gehen dann speziell auf das neue Waffensystem drauf ein. Bei Spielen selbst hat es nicht viel getan, das heißt, ab Brutal hat man keinen Missionsreiter mehr, sondern man hat einfach nur noch einzelne Karten, wo man die abklappern kann, bis man dann quasi irgendwann mal die Astrobus-Mission bekommt, die man ja auch schon kennt, wenn man jetzt im Blankerten zum Beispiel jetzt die letzte Mission startet, wo ist denn die Rakete? Ja genau, startet die Rakete, das ist Bus oder Astrobus, gibt es sowohl im Brutal als auch in Schwein. In Schwein weiß ich es noch nicht so richtig, weil so weit bin ich noch nicht. Bei Schwein bin ich erst bei Sturmschiffverteidigung 3. Kann also noch ein bisschen dauern. Ansonsten ist eigentlich so wieder alles wie gehabt. Es läuft ein Event gerade zur Zeit. Wenn ich mir gehe auf Event ansehen, bei Event ansehen habe ich einen Eventreiter, der jetzt momentan noch abgeschlossen ist. Momentan läuft das Blockbuster-Event, aber es sind nur zwei Seiten. Von daher, ja, war schnell erledigt quasi. Und die Belohnung habe ich mir auch schon eingeheimst. Von daher ist nichts Neues passiert. Bei Helden selbst hat sich auch nicht so viel getan. Eigentlich hat sich nichts getan. Ne? Das heißt, die Helden selber, also die Aufteilung von Primär, Support und Taktik, irgendwie so, hat sich auch nicht geändert. Ich habe drei Missionsverteidiger, die ich mitschleifen kann. Ist alles so geblieben wie immer. Man kann hier natürlich auf alle Werte anzeigen, kann man nochmal gucken, was genau sind denn jetzt meine gesammelten Werte, wenn es um den Fernkampf geht, wenn es um den Nahkampf geht. Wenn es um die Fähigkeitsschäden geht, wenn es um die Fallenhaltbarkeit, Fallennachladegeschwindigkeit und so weiter geht und so weiter und so fort. Hat sich aber soweit nichts geändert. Bei Einheiten selber ist es soweit auch alles geblieben. Ich habe sogar gesehen, ich habe zwei neue abgeschlossene Expeditionen, gehe ich später noch drauf. Das kümmere ich mich später drum. Bei Überlebenden selbst hat sich auch nichts geändert. Da nochmal der Hinweis, wer Überlebende einsetzt, sollte immer gucken. Das hier ist der passende Anführer. Jawohl, habe ich. Hier ist ein Doktor für die Medizineinheit. Und deswegen habe ich hier auch einen Haken drin. Sein Charakterzug ist analytisch. Welcher Charakterzug jetzt das ist, ist eigentlich wurscht. Hauptsache ist, ich gucke mir dieses Symbol hier an. Und dann müssen alle Nachfolgenden auch dieses Symbol haben. Und dann werden die Zahlen auch nicht grau, sondern die Zahlen werden blau. Das heißt, diese mythische Einheit hier pusht das Ganze hier nochmal extrem. Setze ich jetzt hier einen Charakter ein, einen Überlebenden ein, der einen anderen Charakter hat, dann wird die Zahl rot. Und zwar deswegen, weil der mythischeste Anführer, also die höchste Stufe hat. Aber wenn hier jemand eingesetzt wird, der nicht den gleichen Charakter hat wie der liebe Onkel Doktor hier, dann wird die Zahl rot, das heißt, er wird bestraft. Gut, das dazu. Waffenlager. Beim Waffenlager hat sich dann doch einiges geändert. Unter anderem habe ich direkt im Waffenlager schon seit längerem Zugriff auf meinen Rucksack. Kann auch in meinem Rucksack, wenn ich das möchte, hier anfangen zu craften. Ne, kann ich mal demonstrieren. Ich habe hier einen Bodenkatapult. Oh, kann hier im Menü quasi ja, einen Bodenkatapult herstellen und so weiter und so fort. Kann auch Dinge zerstören. Wie zum Beispiel, was weiß ich hier, ich brauche dieses feinkörnige Mineralpulver nicht. Da werden jetzt einige wahrscheinlich aufheulen. Also nehme ich jetzt mal die Strippen hier und sage hier unten zerstören. Also Taste X. Ne, willst du den Stapel zerstören? Ja, will ich. So, und dann ist er weg. Allerdings wird hier nichts wiederverwertet, das sind die Grundmaterialien. Kann ich aber auch craften, ne? Ich kann hier meinen Taser, also mein Panzerband craften, mein Sprengpulver craften und so weiter. Das geht alles schon mittlerweile im Menü. Des Weiteren ist, früher musste man, sehr viele werden sich noch daran erinnern, musste ich jedes Mal in mein Sturmschild reingehen, um auf ein Lager zuzugreifen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Das heißt, Zugriff auf mein Lager, ich sehe gerade, ich habe hier Malachit noch in meiner Tasche, was ich nicht brauche. Kann ich jetzt hier rüberschieben, so, das liegt jetzt hier im Lager drin. Kann auch sagen, oh, die Helium-Schrotflinte, die mir ein Kollege gebastelt hat, die ist schon ziemlich runtergerockt. Da hole ich mir jetzt mal eine neue. Ich habe jetzt noch ein bisschen Platz im Rucksack und nehme mal eine mit. So, jetzt habe ich eine frische noch dabei. Also das geht alles. Auch die Sternkristalle kann ich zwar rüberschieben. Das kann ich rüberschieben. Habe ich hier noch irgendwas? Das Obsidian kann ich noch rüberschieben, ne, weil es so zersplittert ist. Also das geht mittlerweile auch alles, ohne dass ich mich irgendwo verbunden habe, auf irgendein Sturmschild angeklinkt habe und so weiter. Trotzdem kann ich nach wie vor mich natürlich auf ein Sturmschild, auf mein Lager hier zugreifen. Egal in wessen Sturmschild ich mich befinde, ob ich jetzt mein eigenes habe oder bin bei jemand anderem, das ist wurscht. Schieben wir das hier noch schnell rüber, dann haben wir es sortiert. So, ansonsten, natürlich kann ich nicht auf mein Lager, auf meinen Rucksack zugreifen, wenn ich mit anderen Leuten in der Lobby stehe und der
Lobbyführer, also der die Krone hier aufhat, das wird man dann sehen, wenn man mit mehreren Leuten hier verbunden ist, startet schon ein Spiel, dann sagt er auch, Zugriff auf diese ganzen Geschichten hier geht nicht mehr. Bei den Fertigkeiten selber hat sich nichts verändert. Ne? Wichtig ist wie immer, das wisst ihr ja, wenn ihr Fertigkeiten, wenn ihr in die Forschung zum Beispiel reingeht, immer erst die Überlebenden machen und dann den ganzen Rest. Ne? Weil der Rest ist unwichtig, weil die Überlebenden an sich bringen schon, ne? Dieser Typ hier zum Beispiel, das ist ein Slot für einen Angriffswert, für die Fernattacke. Ist egal, welche Attacke, ob Fern- oder Nahkampf, auf jeden Fall für den Angriffswert. Ne, hier steht auch, erhöht Schaden durch Fern- und Nahkampfwaffen um 1% pro Punkt. So, das bedeutet also, was kriege ich hier? Hier kriege ich 3 für die Gruppe, 3, 3, 3, jetzt sehe ich das mal zusammen. 3, warte mal, das waren sogar nur 2, 2, 5, 8, 11, 14, 17. So, das heißt, dieser Baum bringt mir 17% mehr Angriff. Jetzt will ich mal gucken, was mir dieser eine Überlebende bringt. Gucken wir nochmal in die Einheiten rein. Ein Überlebender, nehmen wir von mir aus hier so einen kleinen, ja, der bringt mir aber schon 54%. Also ihr seht, die Überlebenden sind noch wichtiger als alles andere überhaupt. Weiter geht's, Fertigkeiten, wie gesagt, hat sich soweit nichts verändert. Immer noch die Warnung dahin, dass man sagt, hier dieses, das war ein Fehler von mir, das hätte ich nicht machen dürfen, die Sturmschildverteidiger nicht craften, weil ihr seht mittlerweile, ich bin schon auf Level 94, ich kriege auch keine Punkte mehr. Der Balken hier ist ständig voll. Wenn ich irgendwo in eine Mission gehe, leert sich der Balken. Da steht, ich kriege 0 Punkte und der Balken ist wieder voll. Also ich bin am Limit angekommen. Das könnt ihr auch sehen auf stormschild.one. Da könnt ihr euch selber quasi mal überprüfen. Ihr gebt euren Spielernamen ein bei Save the World. Und könnt dann gucken, welches Kommandantenlevel habe ich denn. Das Kommandantenlevel ist, das Maximum ist 310 zurzeit. Stand 17. Mai 2018. Habt ihr 310 erreicht, gibt es keine Fertigkeitspunkte mehr über den Fertigkeitsbaum oder sprich über euer Kampfsystem hier. Bedeutet natürlich, ne, ihr kriegt nicht alles ausgefüllt. Ne? Deswegen solltet ihr gucken, dass ihr auf gar keinen Fall diese blöden Sturmschildverteidiger hier irgendwie anklickt oder sonstiges. Wenn es sich nicht, ne, verhindern lässt. Also wahrscheinlich, wenn ich an diesen Resistenzpunkt hier ran will, muss ich wahrscheinlich diesen Sturmschildverteidiger hier aktivieren. Das will ich aber nicht. Das heißt, Resistenzpunkte kann ich mir auch noch woanders holen. Da sind auch noch andere, bevor ich mich daran mache. Bei Beute, ja, ist eigentlich alles so geblieben wie immer. Die Lamas sind natürlich günstiger geworden. Die haben vorher 100 gekostet. Die kosten jetzt 50. Dafür gab es auch Kompensation für all diejenigen, die vor dem Update 4.1 sich Lamas für einen 100er geholt haben. Die haben dann quasi entsprechend des Wertes haben die Trollschatz-Lamas bekommen. Manche mehr, manche weniger. Da kann man halt dann sehen, wie viel jeder Einzelne in seine Lamas da reingeballert hat. Ne? Ansonsten haben wir in der Mitte wieder das Event-Lama. Hier sind die Angebote. Momentan werden hier Fernwaffen angeboten. Okay. Dann haben wir noch den Event-Shop. Ihr seht, links sind die Sachen. Ah, das ist jetzt neu dazugekommen. Das Event hat sich erneuert. Links sind die Waffen und Gegenstände, die jetzt neu dazugekommen sind. Man kann die auch kaufen, sehe ich gerade. Sehr schön. Rechts sind die wöchentlichen Gegenstände, die jetzt gekommen sind. Da werde ich auch gleich mal zuschlagen und werde mir natürlich erstmal die legendären Kraftquellen kaufen, alle 5. So, okay. Aufgekauft. Den Vierfachwerfer, den nehme ich auch gleich mit. Das ist ein neuer Raketenwerfer, den gucke ich mir halt später an. Dann nehme ich selbstverständlich die epischen Kraftquellen mit. Und warum ich das mache, werde ich auch gleich erklären, weil es geht nicht nur darum, dass ich Helden aufwerten kann. Es geht natürlich auch darum, ich kann jetzt neuerdings auch meine Skizzen aufwerten, solange die in das neue System überführt worden sind. Was kann ich hier jetzt noch für meine Münzen holen? Bodengefrierer und den Baseballschläger, das brauche ich alles nicht. Das könnte ich mir später holen, obwohl Blitz in der Flasche brauche ich jetzt, das brauche ich nicht später. So, auf den Rest gucke ich mir dann später an. Darauf kommen wir gleich, das hat nämlich mit dem neuen Waffensystem zu tun. Da werde ich aber auch gleich einkaufen. Immer dran denken, wenn ihr nichts einkauft und spart und spart und spart, irgendwann ist hier Feierabend, weil Epic hat hier nämlich ein neues Limit gesetzt von 5000 für das Gold. Das heißt, habt ihr 5000, kriegt ihr einfach kein Gold mehr dazu bei euren Missionen. Also solltet ihr ruhig gucken, dass wenn ihr hier bei 4500 steht und es sind jetzt von mir aus noch 5 Tage Zeit, ja, bis das nächste Event bis das neue Wochenevent kommt. Ja, dann solltet ihr mal gucken, dass ihr mal ein wenig Geld ausgebt. Könnt ihr auf der linken Seite nichts verkaufen? Dann könnt ihr immer noch sagen, okay, ich kaufe mir hier den Verteidiger oder den Kupferspieß, um Punkte zu haben für Umwandlungen. Ja, hier sind zum Beispiel noch Skizzen, legendäre, ne, die mich ja Umwandlungen kostet, 500 Punkte. Für so einen
epischen Gegenstand kriege ich ja immerhin noch 100 Punkte hier. Und des Weiteren solltet auch immer, gerade die Anfänger sollten immer gucken, dass sie A, den legendären Überlebenden gekauft haben und B, die zwei epischen gekauft haben. Weil man hat natürlich am Anfang keinen Zugriff auf so gute Überlebende. Ne? Weder epische, sei es denn legendäre. Das ist dann eher mal Zufall, dass einer im Lama drin steckt. Aber man kriegt natürlich jetzt nicht über die Karte, ich gehe jetzt mal hier auf Steinwald, ne? Man kriegt es hier wahrscheinlich weniger einen legendären Überlebenden mal in die Tasche geschoben. Ne? Das wird hier nicht passieren. Hier ist ein Überlebender drin. Das wird aber wahrscheinlich ein seltener sein oder also ein blauer sein oder ein grüner sein. Das steht jetzt natürlich nicht bei. Kann man aber auch auf Stormshield One nachgucken, was im Montana angeboten wird. Also von daher, die Webseite ist gar nicht so schlecht, um sich mal zu informieren, was für Jobs werden gerade angeboten. Gut, so viel dazu. Das ist die Beute. Beim Shop, ja, wie gesagt, beim Shop ist nur eins neu geworden. Es gibt nur noch zwei Kaufpakete, das normale Gründerpaket und das Deluxe-Paket, die größeren Pakete, Super Deluxe, Limited und Unlimited, die gibt es nicht mehr. Die hat Epic rausgenommen, warum weiß ich nicht. Aber die werden schon ihren Grund gehabt haben. Ja, und bei Aufträgen hat sich soweit auch nichts geändert, bis auf die Tatsache, dass es Epic immer noch nicht geschafft hat, warum auch immer, die Streaming-Aufträge nicht mehr mit reinzunehmen, was natürlich für den Spieler selbst und für den Streamer selbst ein riesen Nachteil ist. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, weil man sieht es auch hier, wenn ich jetzt hier auf mein Konto gehe, ja, es gibt ja momentan keine Verknüpfung zu Twitch, was natürlich schlecht ist. Schlecht für wen? Schlecht für den Streamer, weil der Streamer kann nichts mehr anbieten für den, der zuschaut. Und schlecht für den Zuschauer, der Zuschauer kann sich nichts mehr abgreifen, wenn er zuschaut. Und das ist natürlich blöd. Ja, von daher plädiere ich schon dafür, dass Epic endlich mal wieder die Twitch-Streaming-Aufträge mit rein einnimmt. Das hat sich bisher immer gelohnt. Das war immer ein Lama für einen Nicht-Subscriber des jeweiligen Channels und zwei Lamas für den Subscriber des jeweiligen Channels. Ja, jeden Tag zwei Lamas nochmal dazu. Nur weil man hier und da mal was kaputt macht oder mal was einsammelt. Pff, warum auch nicht? Gut. Das erstmal so vorweg zu den Neuerungen, die jetzt so reingeflossen sind. Das Waffenlager. Jetzt ist komplett umgebaut worden. Man nennt das Ganze den Verschwurbler. Und jetzt gucken wir uns das Ganze auch mal an. Zum einen, die größte Neuerung. Ihr habt ja gerade eben gesehen, dass ich mir epische Kraftquellen, legendäre Kraftquellen, blaue Kraftquellen und so weiter gekauft habe. Der Grund ist ganz einfach. Ich könnte jetzt hier so eine Skizze nehmen. Ich nehme jetzt hier mal so einen Boden, so eine hölzerne Bodenstachel. Gehe auf Aufrüsten begutachten. Gehe unten auf Aufrüsten und sage, guck mal an, hier steht auf einmal Häufigkeitsgrad erhöhen. Was bedeutet, ich könnte jetzt aus der grünen Bodenstachel mit 100 Kraftquellen eine blaue Bodenstachel machen. Und das kann ich auch gerne mal machen, weil die blauen, die benutze ich ja eh nicht so häufig. Mach das jetzt einfach mal. Und siehe da, wo ist sie hin? Da ist sie. Und jetzt habe ich eine blaue Bodenstachel. Und die blaue ist eigentlich somit die beste Bodenstachel, ganz einfach deswegen. Man sieht es ja auch hier oben. Ich habe zwar eine legendäre, aber man sieht, die legendäre Bodenstachel macht hier unglaubliche 85,6 Schaden. Ja, das ist jetzt natürlich nichts, ne? Das ist ja aber auch nicht so schlimm, weil die hölzerne Bodenstachel soll ja keinen Schaden austeilen. Die soll in erster Linie erstmal nur den Gegner verlangsamen, zum Beispiel in einen Fallentunnel. Damit eine Falle zum Beispiel, die von oben herabregnet oder von der Seite auf die Hülle einschlägt, im besten Fall zweimal einschlägt, weil die Hülle halt so langsam vorwärts kommt. Oder sie hat Leitschaden bekommen und wenn sie sich langsam bewegt, kommt sie natürlich nicht mehr aus dem Fallentunnel heraus und kippt einfach um, weil der Leitschaden halt ständig draufhaut. Nachteil von der legendären Falle ist, das werden jetzt einige vielleicht belächeln, aber sie kostet zwei Panzerband und sie kostet zwei Strippen. Währenddessen die blaue, ja, die macht sogar mehr Schaden, das ist ja sehr interessant, warum auch immer die jetzt mehr Schaden macht. Ach so, weil ich die schon umgewandelt habe und die noch nicht, das ist noch eine alte Skizze, das ist eine neue. Das ist ja lustig, die macht ja mittlerweile mehr Schaden als die andere. Das heißt, die müsste ich jetzt auch mal durch den Verschwurbler jagen, dann sehe ich ja, was passiert. Bei der alten ist es halt so, die hat vor der Verschwurbelung hat die noch ein bisschen weniger Schaden gemacht. Ja, die kostet mich aber nur ein Panzerband und die kostet mich auch weniger Bretter. Ne? Die kostet nur 6 Bretter, die kostet 8, also diese Planken, ne? Die kostet 8 Planken. Und das klingt jetzt vielleicht, ja, wie soll ich sagen, ein wenig schottisch, dass man sagt, was soll denn die Rumgeizerei? Ja, das Ding ist aber, ich brauche 3 Kräuter, um ein Panzerband herzustellen. Das heißt, wenn man sich, ich gucke jetzt mal in meinen Rucksack, Fallen, ja, wenn man hier aber 199 Bodenstacheln herstellt, dann sind es also anstatt 100 Panzerband oder 200 in dem Sinne knapp,
Machen wir noch die Nummer 200 schnell voll, damit es übersichtlicher ist. Herstellen. So. Also, anstatt 200 Panzerband bräuchte ich dann logischerweise, wenn ich jetzt die hier herstelle, 400 Panzerband. Und ich bräuchte bei 200, 8 mal 200 sind 1600 Bretter. Hier brauche ich nur 1200 Bretter. Also das macht sich dann halt schon bemerkbar, ne? Und dafür, dass sie fast identischen Schaden austeilen, die sollen ja auch keinen Schaden austeilen, die sollen ja einfach nur, ja, in dem Sinne, die den Gegner aufhalten, da brauche ich keine legendären Bodenbretter. Also von daher lohnt sich überhaupt nicht. Jetzt werde ich das aber mal zeigen, was jetzt das neue System bedeutet. Also alle Skizzen, die ihr habt, ob das jetzt Eventwaffen sind, ne, wie den Totengräber, Kürbiswerfer, hier habe ich irgendwo noch eine Bärenkatze des Gründers, genau. Ich habe hier irgendwo auch noch die Nocturne rumfliegen, irgendwo weiter unten. Benutze ich so selten. Irgendwo, keine Ahnung. Ich finde sie nicht. Ach, da hinten, da ist sie. Die Nocturne rumfliegen. Alle Waffen, ja, vor dem Update 4.2 heißen Vermächtnisskizzen. Ganz einfach deswegen, ich nehme jetzt mal so eine Skizze hier und sage Aufrüsten begutachten. Gehe auf Aufrüsten und sage Vorteile modifizieren. Also bringen sie quasi in das neue System über. Dann kommt der Vorteilsverschwurbler und jetzt kommt hier Ray und sagt, und gibt mir erstmal Text, sagt Hallo zum Venetic-Vorteilsverschwurbler. Bla 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 bla, das könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Und dann gibt es eine Vorschau. So, und das bedeutet, das ist momentan meine aktuelle Bodenfalle. Crit-Chance, Crit-Schaden, Nachladen, Nachladen, Crit-Schaden. So, das wäre jetzt die Bodenfalle in neu, nachdem sie verschwurbelt worden ist. Ich kriege hier physischen Schaden, 32% drauf. Das heißt also, das ist kein Element im wirklichen Sinne. Das heißt einfach nur, es ist ein Grundschaden von 32%, ne, der einfach angehoben wird. Mehr ist es nicht. So, hier heißt es jetzt 10 kritische Kretterverwertung. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend beschrieben. Und ich habe auch ein bisschen Verlust, weil vorher hatte ich 14% kritische Trefferchance. Jetzt verliere ich hier 4 Punkte. Ne? Das, also diese kritische Trefferchance und die kritische Trefferwertung, das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Das Ding ist halt nur, ich verliere hier 4, was aber nicht so schlimm ist, weil nachdem ich das gemacht habe, kann ich das wieder aufwerten. Das heißt, bei der nächsten Aufwertung habe ich 15 und habe diesen Verlust schon wieder ausgeglichen. Das ist dann soweit okay. Dann habe ich hier Crit-Schaden, das geht 1:1 über. Ich habe hier nochmal Crit-Schaden, das geht auch 1:1 über. Das Einzige, was jetzt hier komplett weggenommen wird, ist die Nachladegeschwindigkeit. Also die Idee dahinter, warum die Nachladegeschwindigkeit weg ist, ich werde das jetzt gleich überführen und werde dann gucken, ob das so stimmt. Die Idee dahinter ist ganz einfach, naja, die Bodenstachel bewegt sich ja nicht. Ne? Da fährt nichts raus, da löst nichts aus, sondern die laufen da einfach rüber und kriegen eine Füße. Ich habe halt die ganze Zeit immer vermutet, naja, die Nachladegeschwindigkeit könnte ja trotzdem bedeuten, dass wenn die da rüber latschen, kriegen sie ja immer, was nicht, pro Sekunde oder irgendwas, kriegen sie ja irgendwie was am Fuß. Kriegen Schaden halt an den Füße. Und dass die Nachladegeschwindigkeit vielleicht damit begründet wird, dass dann heißt, die kriegen halt noch wesentlich schneller Schaden. Ne? Also wesentlich häufiger Schaden. Aber wir werden jetzt mal sehen, was die Überführung bringt. Wir überführen. Und sehen jetzt hier, was kriege ich denn über meinen Gratis-Slot? Ah, ich kann jetzt sogar nochmal Crit-Schaden draufhauen. Crit-Chance kann ich sogar draufhauen, in blau. Ich kann Schaden draufhauen oder ich kann Haltbarkeit draufhauen. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, die hölzerne Bodenstachel macht ja eigentlich in dem Sinne keinen Schaden, wirklich. Ne? Das heißt, mache ich jetzt Schaden drauf oder mache ich Haltbarkeit drauf oder mache ich Crit-Chance drauf? Das ist ein bisschen nur, wie ich sehe hier, meine kritische Trefferchance sind 17,5, der Crit-Schaden 276, der Grundschaden ist aber winzig, das heißt, wenn ich hier überhaupt noch was rausholen will, wäre es vielleicht ganz gut, Grundschaden drauf zu hauen. Das mache ich jetzt einfach mal, aber das heißt, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Slot hier unten, weil hier gibt es die wirkliche Neuerung. Bei dem sechsten Slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der ist nämlich neu, ich krieg nämlich einen geschenkt, heißt es jetzt nämlich auf einmal, heilt verbündete Gebäudeteile alle 10 Sekunden um 3,2% ihre Max-Kondition. Das heißt, wenn ich das jetzt auswähle und batsch das auf eine Bodenplatte, ne, auf so eine Bodenkachel drauf, dann heilt diese Bodenplatte, sagen wir mal, die Bodenplatte hat einen Wert von 1000, dann heilt diese Bodenplatte alle 10 Sekunden 32 Punkte. Alle 10 Sekunden. Bedeutet, ja, 60 Sekunden in Minute, 32, 6 mal 3, 180, 600, sind 192, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also in einer Minute heilt die Bodenplatte 192 Wert. Nur weil diese Falle da drauf ist.
kann man sich halt überlegen, ob man das machen will oder nicht. Oder ich sage, nee, die Falle soll länger halten. Allerdings kann ich mir die Haltbarkeit auch über die Überlebenden holen. Das ist nämlich die Fallenhaltbarkeit. Um 28% Fallenhaltbarkeit zu kompensieren, brauche ich 8, 16, 24, 32. Naja, viermal diesen Bonus. Eigentlich, also zwischen 3 und 4 Mal, das passt nicht ganz rein. Aber das ist dann quasi ein Luxusproblem, was ich dann später habe, dass ich meine Überlebenden so austausche, dass ich halt immer Fallenhaltbarkeit bekomme, weil das ist nämlich der einzige Wert, den ich wirklich spüre. Für 5% Fernkampfschaden bei einem Wert von 2300%, den merke ich nicht wirklich. Das merke ich natürlich. Oder ich sag, nee, da wo die Falle drauf ist, hat die Falle einfach nicht 1000 Konditionen, sondern sie hat dann in dem Sinne 1110 Konditionen. Ne? Weil einfach der Konditionswert um 11% erhöht wird. Und ich glaube, ich entscheide mich zwischen diese zwei Dinge hier. Das heißt, die Wand oder der Boden in dem Fall hat einfach mehr Gebäudekonditionen. Und das bestätige ich jetzt. So, und das kann ich auch noch verbessern. Wie das geht, zeige ich dann auch gleich. Bei dem Gratis-Slot hier sage ich einfach, Crit brauche ich eigentlich in dem Sinne nicht wirklich, weil ich habe einen immensen kritischen Schaden hier schon. Und den kann ich sogar noch weiter steigern. Ich habe hier nochmal Crit-Schaden, den ich steigern kann. Also entweder ich entscheide mich für die Crit-Chance oder für den Grundschaden. Weil alles andere, Haltbarkeit, wie gesagt, ja, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, ich nehme den Grundschaden. Ich werde mich jetzt einfach für den Grundschaden entscheiden. Ja, sehe da, der Crit-Schaden irgendwie wird auch wesentlich höher, weil jetzt der Grundschaden drin ist. So, und jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt seht ihr ja, das Ding ist soweit fertig. Es ist verschwurbelt. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, warum ist denn hier blau und warum ist da grau? Das ist ganz einfach. Der kleinste Wert hat immer einen grauen Wert. Das heißt, diese 10% Crit-Chance, oder Crit-Wertung, wie es jetzt heißt, ich nenne es immer noch Crit-Chance, wenn man das Spiel ein halbes Jahr lang spielt, jeden Tag, dann kommt man da so schnell nicht von weg. Und es steht ja auch noch hier, kritische Trefferchance, also von daher, diesen Wert kann ich erhöhen. Genauso wie ich diesen Wert erhöhen kann, oder diesen Wert. Und wie geht das? Ganz einfach. Erstens kann ich mal sagen, ich klicke jetzt hier drauf und sage, 10 kritische Trefferwertung will ich jetzt ändern auf 15, also will ihn erhöhen. Dafür brauche ich diesen Schraubenschlüssel hier, nämlich 45 Stück, das nennt sich Vorteil Fix. Und ich brauche 100 von Vorteil Plus in grün, also ungewöhnlich, ne? Das ist halt diese Einstufung, ne? der Seltenheit. Ungewöhnlich, ich brauche 100 ungewöhnlich und 45 Vorteilsfix und dann kann ich aus 10% 15% machen. Und das geht dann immer so weiter. Das heißt, wenn ich einen grünen Wert habe, kann ich den grünen Wert aufpimpen zu einem blauen Wert. Ne? So wie jetzt hier in diesem Fall. Hier habe ich schon einen blauen Wert und ich sage, ich will jetzt noch mehr Schaden draufhauen. Ne? Ihr seht schon, es wird auch immer teurer. Dann mache ich aus 20% 25%. Dafür brauche ich aber 225 Vorteil Plus in episch und brauche 95 Vorteil Fix, ne? Um diesen Wert zu erhöhen. So, wenn ihr jetzt aber sagt, Schaden auf einer hölzernen Bodenstachel, ich brauche doch keinen Schaden. Was mir wichtig ist, dass das Ding lange hält. Jetzt habe ich aber hier eben diesen Schadenswert drin. Kein Problem. Weil es wird mir ja auch zwei Ersetzungsbonis angeboten. Und ich sehe hier, Haltbarkeit. Ich kann jetzt also meinen Schaden einfach wegnehmen und kann ihn machen zu 28% Haltbarkeit. Kostet mich, wow, 1000 Vorteilfix, um diesen Wert zu ändern. Und warum sage ich wow? Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich in die Mission reingehe. Und dann werdet ihr auch sehen, wie viel ihr abgreifen könnt in jeder Mission. Das ist nämlich wirklich wenig. Das heißt, bis ihr mal 1000 Vorteilsfix zusammen habt, habt ihr wahrscheinlich zwischen 10 und 15 Missionen locker gespielt, um diese 1000 zu erreichen. Geschweige denn auch das lilane Zeug zum Beispiel hier zu kriegen. Weil das lilane Vorteil Plus kriegt ihr natürlich nur im Brutal. Ne, vorwiegend. Kann vielleicht sein, dass vielleicht in einem höheren Level im Plankerten vielleicht mal ein Vorteil Plus ein episch angeboten wird. Aber generell könnt ihr es so einteilen. Grün gibt es im Plankerten. Grün und Blau gibt es im Plankerten. Blau und episch gibt es auf jeden Fall im Brutal. Und in Twin Peaks habe ich noch kein episches gesehen. In Twin Peaks gibt es nur legendäre. Ne, das heißt, habt ihr also einen lila Wert. Ich werde jetzt mal kurz gucken. Ich habe ja gestern meinen Tigerkiefer hier umgebaut. So, und sag jetzt auch mal, Vorteile modifizieren. Und siehe da, ich habe hier zum Beispiel schon einen Goldwert. Wenn ihr einen lila Wert haben wollt, braucht ihr dieses Zeug. Das kriegt ihr nur im Brutal. Wollt ihr einen legendären Wert draus machen, zum Beispiel meine Magazingröße? Ja, legendäre Werte, diese legendäre Vorteilsplus, das kriegt ihr halt nur in Twine. Oder, wie ich jetzt gerade eben gesehen habe, und da werde ich jetzt gleich mal hingehen und einkaufen,
oder über den Eventshop. Und da werde ich jetzt mal alles kaufen, was es gibt, sofern ich noch so viel Gold habe. Und sehe gerade, ich habe 25 mal Vorteilsfix. 25 übrig. Was heißt hier mal 200? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Achso, eins im Paket sind 200 oder wie? Ja, ein Paket sind 200. Das heißt, kaufe ich mir 4 Pakete für 200 Gold, dann habe ich 1000. So, 800. Du blöder Hund. Da habe ich natürlich 800. Ne, ich müsste jetzt noch einen kaufen. So, ja, jetzt habe ich 1000. Jetzt habe ich natürlich 1200 gekauft, ich Idiot, aber ist egal. Brauche ich ja eh. Ihr seht aber auch, legendäre Vorteils Plus. Es gibt immer 50 pro Stack, die kosten 100. Das heißt, das sind jetzt 100, 200, 300, 350. Ja, das war ein teures Geschäft. Jetzt habe ich noch 40 Gold über. Das heißt, jetzt darf ich erstmal wieder anfangen, Gold zu farmen. Ist das nicht schön? Aber netterweise haben sie jetzt hier im Eventshop erstmal so viel reingeknallt, dass man auf jeden Fall erstmal munter einkaufen kann. Ich habe mir jetzt erstmal die legendären gesichert, weil wer weiß, wie es mit dem anderen aussieht. Man kann sich die Dinger jetzt natürlich für Gold kaufen, so wie man sieht, oder ich werde sie mir verdienen. So, jetzt gehe ich mal von mir aus Plankerten, weil den Vorteilsverschwurbler, diese Aktion, kriegt man erst ab SSV 2 Plankerten. Also man muss die Sturmschildverteidigung 2 in Plankerten gemacht haben. Da gleich ein Hinweis, wer die noch nicht gemacht hat, der sollte bitte mal in meinen YouTube-Kanal reingucken. Ich habe eine ideale Linie für die SSV 2 bereitgestellt, wie ihr die bauen sollt, wo ihr den Verstärker hinsetzt und wie dann die Linie auszusehen hat. Die nennt sich SSV 2 Plankerten Coffee Lane. Das heißt, wenn ihr diese Linie so baut, wie ich sie gezeigt habe, könnt ihr euch hinten auf euren Verstärker stellen, könnt abwarten, bis die Viecher kommen und die werden einfach in diesem Gang sterben. Ne? Das heißt, ihr braucht da keinen einzigen Schuss abfeuern, die werden einfach draufgehen. Das nur als Nebenbei-Hinweis. Jetzt gucken wir uns mal um und sehen zum Beispiel hier, ach guck mal hier, hier ist ein 23er Atlas, der bietet mir Vorteil fix, kriege ich hier generell und ich kriege als Belohnung nochmal, was, 17? Ja, 17. Also ihr seht, hier kriegt es dann vielleicht, wenn es gut läuft, 20, 17, dann habe ich 37. Ihr habt aber gerade eben gesehen, dass ich 1000 brauche, um einen Vorteil, um einen Wert, ein Roll, ein Perk umzubauen. Ne? Also um zu sagen, den will ich nicht haben, ich will einen anderen dafür haben. Dazu kommt auch noch, ihr könnt nicht einfach willkürlich irgendwas umbauen. Das heißt, zum Beispiel, hups, obala, bei einer Eventwaffe, zum Beispiel wie den Totengräber oder diese gammelige Nocturno hier, da sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt gehe ich mal auf Vorteile modifizieren, weil ihr seht zum Beispiel, egal wie viel Vorteilfix ihr habt, ihr könnt nichts umbauen. Die Nocturno ist eine Gründungswaffe. Na, die gab es zum Gründerpaket. Und Gründerwaffen können nur aufgewertet werden, aber nicht verändert werden. Ne, das Einzige, was jetzt vorteilhaft geworden ist gegenüber der Nocturno, was die Nocturno wieder immens stark macht, also wesentlich stärker als sie vorher war, ihr könnt der Nocturno Leitschaden draufhauen, weil es gab ja immer nur 5 Perks. Der 6. Perk war jetzt bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, ob das immer so ist, weil hier ein Energie, weil hier ein Elementwert drauf war. Die Waffe, die den riesen Nachteil hatte, dass sie keinen Leit hatte, jetzt hat sie ihn, ne, sobald sie verschwurbelt worden ist. Und ihr seht jetzt auch, eine Nocturno ist nicht gleich eine Nocturno. Das heißt, derjenige, der jetzt alles hier reingedonnert hat, was geht, und alles hier auf Gold hat, dem seine Nocturno ist natürlich wesentlich wertvoller als die, ja, jetzt hier aus dem Standardwert heraus. Ne? Das sind jetzt, glaube ich, noch die Standardwerte. Ich habe, glaube ich, nichts erhöht oder verändert. Das Dumme ist jetzt auch, ich kann jetzt zum Beispiel den Kopfschussschaden nicht ändern gegen Crit-Chance oder irgendwie sowas. Ne? Geht einfach nicht, wie ihr hier seht. Ne? Das sind Gründerwaffen. Die Gründerwaffen kann ich zwar verschwurbeln und verbessern, aber ich kann sie nicht verändern. Kann ich jetzt auch gleich mal sehen, was habe ich noch als Gründungswaffe gehabt. Die Bärenkatze, die habe ich aber noch nicht verschwurbelt. Ich habe den Kürbiswerfer schon verschwurbelt. Gucken wir hier mal. Und wir sehen hier auch, Kürbiswerfer, ich habe ihn schon verschwurbelt, aber ja, ich kann keine Werte ändern. Ich kann sie nur verbessern. Ich kann sie nur pimpen, also weiter stärker machen. Kann sie aber nicht verändern. Gott sei Dank hat der Feuerschaden gehabt. Das heißt, irgendwie, hier hat man mir auch gleich im Nachhinein 6 Sekunden Leid verpasst. Das ist natürlich nicht immer so. Ich habe hier zum Beispiel den Superschredder. Und den Superschredder, den habe ich auch modifiziert. Okay, blödes Beispiel. Der Schredder war es nicht. War es der Tigerkiefer? Gucke ich hier nochmal rein. Nee, beim Tigerkiefer. Ach doch, ja, hier beim Tigerkiefer sieht man es. Also, beim Tigerkiefer war es so. Irgendein Wert ist hier weggegangen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Und ich konnte mir einen neuen aussuchen. Ja, das ist hier irgendwie bei dem Wert
ich sag's mal vorsichtig, ein Wert mit der Auswahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also das heißt, die Werte sind alle irgendwie nicht so, sprechen mich alle nicht so an. Das heißt, ich habe jetzt einfach aus dem geringsten Übel, aus dem größten Übel das geringste rausgepickt, weil ich kann diesen Wert zum Beispiel nur ändern gegen Leiden, ne? Mehr Schaden gegen leidende Ziele, Schaden gegen Verlangsamte oder Schaden gegen Betäubte. Ja, toll. Ne? Ich will die alle drei nicht. So, das heißt, bei der Waffe machen eigentlich nur zwei Sachen Sinn. Der Tigerkiefer, der ist eh, das ist eh keine Distanzwaffe. Das heißt, irgendwie, ich muss den Tigerkiefer ist eine Schrotwaffe, eine Autoschrot, und benutze die auf Close Combat, also quasi auf den nahen, ne, wenn die Gegner nahe mir dran sind. Das heißt, ich renne auch eher zum Zermalmer hin, als dass ich das von ihm wegrenne und halte ihn einfach die Flinte ins Gesicht. Das heißt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass die Waffe 24% mehr Schaden gegen Nebelmonster und Bosse macht. Man kann natürlich auch sagen, das ist ja eigentlich dummes Zeug, was du da gemacht hast, weil deine Waffe hat doch ein Element und deine Waffe verursacht auch Leid. Dann hätte ich auch genauso gut das hier nehmen können. 30% Schaden gegen leidende Ziele. Ne, das heißt aber auch, ich muss den Gegner erstmal anschießen und erst beim nächsten Schuss, ne, habe ich diesen 30% Bonus des Schadens. Hier habe ich gegen Nebelmonster und Bosse immer den Schaden von 24%. Ja, und dann, ich habe mir halt einfach gedacht, die kleinen Mobs, die fallen eh beim ersten Schuss um. Egal, ob ich jetzt den Wert drin habe oder den Wert drin habe, das ist egal. Fakt ist ganz einfach, aber wenn ich schon beim ersten Schuss an 24% Schaden gegen die größeren habe, dann soll mir das, ne, dann soll das okay sein. Und wie ihr seht, auch diesen Wert kann ich natürlich weiter aufpimpen. Dafür brauche ich 225 Vorteil plus in Episch und 95 Vorteils fix. Und dann geht das weiter. Ja, eine immense Neuerung. Und es gibt noch ein viertes Element, was dazugekommen ist, was aber ein bisschen Augenwischerei ist, weil es ist hicht wirklich ein Element. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier an der hölzernen Bodenschachtel. Jetzt muss man gucken, ob die jetzt mehr Schaden. Ja, jetzt nach der Verschwurbelung hat er jetzt auch mehr Schaden bekommen wieder. Ihr seht es jetzt hier, ein Element physisch. Ja, Element physisch ist, es ist nicht wirklich. Element physisch 32% Schaden heißt einfach nur, das ist im Grunde genommen wie das hier. Und ich habe jetzt 32% Schaden. Weil das ist nicht wirklich ein Element. Ich weiß gar nicht irgendwie, was das soll. Ne, warum das Element heißt. Bis jetzt habe ich den Sinn dahinter noch nicht verstanden. Weil es heißt im Grunde genommen, ein physischer Schaden ist das, was ihr hier die ganze Zeit macht. Ne? Dieser Schaden hier ist physisch. Gehe ich mal auf eine Waffe. Waffe und nehme jetzt von mir aus den Dammsprenger. Dieser SBS-Wert oder anders, dieser Einzelschadenwert hier, der ist physisch. Ne? Das ist noch nicht der Schaden, den ich gegen ein Element mache. Der Dammsprenger hat ein Element, Feuer. Das heißt, kommt ein Naturgegner, mache ich natürlich weiterhin diesen Schaden. Hat er jetzt physischen Schaden drauf, dann habe ich nicht 77.000 Schaden, sondern ich habe dann vielleicht 100.000 Schaden. Ja, jetzt kommt aber ein Wassergegner, ja, dann habe ich trotzdem nur 25% Schaden. Ne? Weil es vollkommen egal ist, ob ich jetzt Element physisch drauf habe oder nicht. Kommt ein Elementgegner, habe ich 25% Schaden. Es sei denn, ich habe ein passendes Gegenelement dazu. Oder meine Waffe ist eine Energiewaffe, wo ich generell 67% Schaden gegen alles austeile. Also wenn jetzt hier noch Element physisch drauf wäre, wäre es eigentlich scheißegal. Die Waffe macht trotzdem 67% Schaden gegen alle Elemente. Ne? Der einzige Unterschied ist, die macht halt mehr Schaden. Ne? Sie macht halt 30% oder was weiß ich, was es hier gerade war. Was war das? Ja, 32% mehr Schaden bei Gegnern, die halt kein Element haben. Ja, mehr ist es nicht. Also keine Hexerei. Lasst euch da nicht beirren. Zu guter Letzt sozusagen, es gibt noch einen Nachteil, der schon aufgepoppt ist. Und nämlich für die Leute, die müssen jetzt aufpassen, was ich jetzt sage, für die Leute, die das Unlimited-Paket, also das dickste Paket in diesem Spiel gekauft haben. Sprich, die die ganze Zeit also auch diese, die Nocturno bauen konnten und so weiter. Die konnten unter anderem auch das Masamune bauen. Das Masamune war ja eigentlich das Überschwert schlechthin. Grund, es hat Energieschaden gehabt und es hat Feuerschaden gehabt. Das heißt, es hatte ein Doppelelement. Ja, schönen Dank, Epic. Seit 4.2 nicht mehr. Weil ihr seht, ich habe die Waffe noch gar nicht verschwurbelt. Oder habe ich sie schon verschwurbelt? Moment, kurz gucken. Aufrüsten, begutachten. Ne, die ist noch nicht mal verschwurbelt. Also ich habe da noch gar nichts gemacht. Ne, an der Waffe habe ich noch gar nichts gemacht. Und trotzdem steht hier, hier steht zwar Energieklinge, aber die Waffe fügt keinen Energieschaden mehr zu. So wie jetzt hier zum Beispiel beim Todesstrahl, ne? Beim Todesstrahl steht ja, bla 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 bla, verursacht Energieschaden. Da stand bei der Masamune auch die ganze Zeit.
Ne? Energieklänge mit hoher Schlaggeschwindigkeit und hohem Potenzial, hohen Schaden aufrechtzuerhalten, verursacht Energieschaden und seit dem neuesten hier verursacht Feuerschaden. Das ist weg. Das heißt, das Masamune ist kastriert worden, es hat nur noch Feuerschaden. Ja, in dem Fall sage ich mal schönen Dank, Epic. Das hast du ja ganz toll gemacht. Damit ist das mein Masamune, was ich auf 130 gelevelt habe, nicht mehr ganz so wertvoll, wie es vorher einmal war. Wie es vorher einmal war. Naja, sei es drum. Es gibt noch ein weiteres Ding, wo ihr aufpassen müsst. Nehmen wir zum Beispiel mal den Dammsprenger. Den habe ich noch nicht verschwurbelt. Ihr seht, ich habe Crit-Chance, Crit-Schaden, Schaden, Schaden und Feuerschaden. So, jetzt gehe ich hier mal drauf und sag. Aufrüsten und begutachten. Vorteile modifizieren. So, Vorteilsverschwurbel. Jetzt gucke ich mir den mal an. Oh, und sehe da, mir wird was weggenommen. Mir wird hier was weggenommen. Jetzt muss ich natürlich gucken, was. Erstmal wird mir hier 6% Crit weggenommen. Crit-Chance weggenommen. Das ist natürlich schon mal scheiße. Gut, es wird mir 0,5% Crit-Schaden aufgelegt. Dankeschön. Aber es wird mir insgesamt 35% an Schaden weggenommen. Wie ihr seht, das ist einfach weg. Das ist natürlich extrem schlecht. Was kommt noch hinzu? Ich habe hier unten einen sechsten Perk bekommen. Schaden durch diese Wache verlangsamt das Ziel um 6 Sekunden lang um 30%. Okay, also ich habe hier keinen Leitschaden drauf, ne? Obwohl ich hier ein Element drauf habe. Und jetzt gucke ich mal, wenn ich das Ding jetzt überführen würde, was ich über den Gratis-Slot bekommen würde. Ich würde jetzt halt 35% Schaden verlieren. Das ist natürlich jetzt ein ziemliches Risiko und ich weiß ganz genau, dass dieser Slot mir keinen Schaden bringt, weil der Slot Nummer 5 ist meistens immer der Gammel-Slot. Das heißt, über diesen Slot kommt meistens immer nur Schaden gegen leidende Ziele, 24% Schaden gegen Bosse oder irgend so ein Case. Das heißt, ich werde diese Waffe auf gar keinen Fall verschwurbeln. Das mache ich nicht. Sie bleibt so, wie sie ist. Ich muss mir das nochmal später angucken. Es kann natürlich sein, ich habe jetzt hier 35% Schaden. Insgesamt. Es kann natürlich sein, dass ich dann die Möglichkeit habe, weil ich kann ja jetzt hier an der Waffe nichts ändern, weil sie nicht verschwurbelt ist. Ich kann es natürlich trotzdem machen, weil wenn ich im Nachhinein wieder auf 35% komme, habe ich ja keinen Verlust. Und hätte noch einen zusätzlichen... Ja, ich hätte noch einen zusätzlichen. Das ist natürlich... Jetzt momentan würde sie natürlich Schaden verlieren. Ich überführe sie jetzt. So. Und das ist natürlich richtig kacke, was hier passiert ist. Ne? Das ist richtig kacke. Ich kriege die 35% Schaden nicht zurück. Diese Waffe ist quasi im Arsch. Ne? Diese Waffe ist im Eimer. Weil ich kriege hier nichts hinzu. Ne? Das heißt, die 35% Schaden, die sind weg. Schönen Dank auch. Schaden durch diese Waffe verlangsamt das Ziel. Das heißt, ich müsste jetzt 30% Schaden gegen verlangsamt und festgehaltene draufhauen. Oder generell sage ich wieder, nee, ich hau hier was gegen Bosse drauf. Aber ich glaube, ich nehme diesen Wert. Weil, ja, ich habe ja hier leider die Verlangsamung drin. Ne? Also kriegen sie jetzt nochmal 30% mehr Schaden. Okay, man kann jetzt natürlich sagen, was holst du denn rum? Okay, du hast 35% Grundschaden weg. Aber dafür kriegst du jetzt erstmal schon mal 30% hier. Dass ich die Waffe, ne, dass die Waffe das Ziel verlangsamt. Das heißt, beim zweiten Schuss hast du die 30% wieder drin. Du kannst deinen Crit-Schaden aufwerten, du kannst deine Crit-Chance aufwerten. Und ich kann jetzt überlegen, weil die Waffe halt sehr, sehr langsam ist mit der Schussrate, weil wegen dem Nachladen, ne, werde ich mir jetzt hier einfach die Nachladegeschwindigkeit draufknallen. Nachladezeit ist jetzt 2,3, das heißt, die lädt jetzt sehr schnell nach, das ist schön. Ne, und das bedeutet dann in dem Sinne, wunderbar, die Waffe ist jetzt zwar leider ein bisschen geschrottet worden, in dem Grundwert hier, ne, ihr seht, ich hatte vorhin 77.000, jetzt habe ich 59, das war natürlich richtig heftig. Hat allerdings Crit-Chance 27,5, das ich jetzt aufwerten könnte, auf zwar um nochmal 10%, das heißt, sie hat dann 37,5. Und der Crit-Schaden, den kann ich auch noch weiter aufwerten. Auf 90, ich weiß gar nicht, 90. Und dann kommt noch der epische Wert und es kommt noch der goldene Wert. Also der Crit-Schaden wird natürlich extrem hoch werden. Das heißt, es könnte sein, dass sie am Ende vielleicht doch besser ist. Aber jetzt momentan fürs Auge ist natürlich erstmal... Ja, die Umwandlung war nicht so geil. Gut. Okay, von daher, ihr seht, was passieren kann. Vorsichtig sein. Nicht immer hat das einen Vorteil, eine Waffe zu verschwurbeln. Skizzen, die jetzt neu dazugekommen sind. Ne? Keine Ahnung, ist das jetzt eine neue Skizze hier? Ich gucke jetzt mal kurz mal nach. Ne, das ist noch eine alte. Das könnte eine neue sein. Aufrüsten. Ja, das ist schon eine neue.
Ich kann momentan natürlich nur, weil ich habe jetzt noch nichts gemacht, ne? Die hat ja auch nur, glaube ich, einen Wert oder hat die zwei Werte. Auf jeden Fall habe ich da jetzt noch gar keinen Wert freigeschaltet. Ich könnte jetzt die 10% Crit von dieser handgemachten Axt von, ne, einfach in Schaden umwandeln. Ne? Kostet mich 1000 und dann hätte die 10% mehr Schaden. Also ihr seht, hier muss ich nichts mehr verschwurbeln, das ist schon eine neue Skizze. Ne? Das heißt, alle Skizzen, die ihr jetzt bekommt nach 4.2, müsst ihr nicht verschwurbeln, die sind schon verschwurbelt, sozusagen. Ne? Die sind schon neu. Die älteren Skizzen, die ihr habt, also ich habe hier zum Beispiel noch, zum Beispiel der Erderschütterer ist auch schon neu. Was haben wir denn hier noch? Ich habe hier zum Beispiel die Viper. Viper aufrüsten, Vorteile modifizieren. So, wollen wir mal gucken. Die Viper, ja, hier wird mir halt auch ein Haufen Schaden weggenommen. Und sehe gerade das Wasserelement und der Light, das wird getrennt. Aber das Light bleibt, das ist schon mal gut. Es wird mir 10, es wird mir wieder 35% Schaden weggenommen. Das macht nichts, das heißt, ich könnte auf die Waffe jetzt mal Crit draufhauen. Das heißt, ich werde die überführen. So, und werde sagen, hier, Rückstoßvermeidung ist natürlich bei der Waffe extrem gut, weil die streut ja eigentlich wie ein Weltmeister, ne? Also werde ich das erstmal jetzt so machen. Und hier habe ich wieder einen Kackwert. Das heißt, hier nehme ich gegen Leitschaden, genau, gegen Leidende. So, trotzdem hat die Waffe immens an Schaden verloren, kann ja aber den Schaden wieder gut machen. Das heißt, das kann ich wieder aufwerten. Ja, und das Element Wasser kann ich gegen Energie ändern, ne? Dass die Energie Schaden hat. Da, 1500, dann wird aus dem Wasserelement ein Energieelement. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ihr aber sagt, naja, alles auf Energie ist jetzt auch ein bisschen blöd. Ich hätte schon gerne eine Natur- oder eine Feuerwaffe. Oder eine Wasserwaffe, wie in dem Sinne. Dann nehme ich jetzt mal Feuer. Und siehe da, hä, was ist denn das jetzt? Jetzt geht's aber los. Ich brauche nicht nur 1500 Vorteilsfix. Nein, ich brauche jetzt auf einmal ein anderes Element. Ich brauche ein Feuer plus Element. Das heißt also, ihr braucht Feuer plus. Das gibt es auch über die Mission irgendwie zu holen. Ihr braucht Feuer plus, um ein Element zu ändern. Also sprich, in dem Fall ist es relativ einfach. Ihr braucht Feuer plus, um auf ein Feuerelement zu ändern. Ihr braucht Natur plus, um auf ein Naturelement zu ändern. Für Physik braucht ihr nichts. Für Energie braucht ihr auch nichts. Ja, das heißt, diese beiden braucht ihr. Und ihr braucht wahrscheinlich Wasser plus, wenn ihr jetzt eine Feuerwaffe habt und wollt ihr auf Wasser ändern. Also da müsst ihr natürlich aufpassen. Ihr könnt nicht einfach hier hin und her wechseln. Das Einzige, komischerweise, was ihr nicht braucht, ihr braucht kein spezielles Element, wenn ihr auf Energie wechseln wollt, was natürlich sehr komisch ist. Weil eigentlich will ja jeder Energie haben, weil das ist eigentlich die Waffe, die dann gegen alles zählt, ne? Also, ich kann es nochmal hier demonstrieren. Aufrüsten, begutachten bei meinem Superschredder. So, genau, wenn ich jetzt hier auf Wasser ändern will, ja, dann brauche ich. Ah, wenn ich auf Wasser ändern will, brauche ich dieses Frost Plus. Ne, dieses Frost Plus Zeug. Warum das nicht Wasser heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht wird Wasser irgendwann nochmal in Frost umgewandelt, vom Namen her, aber ist jetzt auch egal. Also, ihr seht, dafür sind diese Elementar-Plus-Gegenstände, ne? Also, es gibt hier Vorteilsfix, Vorteilsplus und es gibt dann noch die Elementar-Plus, wo ich hier ändern kann. Gut. Ein langes Tutorial, aber ich hoffe, ja, ich konnte euch soweit aufklären, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, ich war schon lange, lange nicht mehr dabei und habe Tutorial gemacht. Das heißt, dieses hier ist jetzt extrem lang geworden. Und bitte das auch zu entschuldigen. Ich werde da versuchen, auch Kapitel reinzuhauen, dass ihr quasi nicht so lange warten müsst und so lange euch mein Geseier anhören müsst, wenn ihr nur ein bestimmtes Ding wissen wollt. Also von daher, ja, nichts für ungut. Ansonsten hat sich nur so etwas geändert. Mittlerweile können Konsolenspieler, PC-Spieler ohne Probleme zocken. Vorher war es immer so, der Konsolenspieler, zum Beispiel von auf der PS4, muss sich auf einem Laptop anmelden, damit er den Epic Games Launcher hat. Erst dann kann er jemanden quasi als Freund hinzufügen, der ein PC-Spieler ist. Und erst dann konnte ein PC-Spieler zu einem PS4-Spieler joinen. Umgedreht ging das nie. Das wurde mittlerweile geändert. Mittlerweile kann also ein PS4-Spieler mit einem PC-Spieler spielen, ein Xbox-Spieler mit einem PC-Spieler, was aber nach wie vor nicht geht, danke an die Dummheit an Microsoft und Sony, ein PS4-Spieler kann nicht mit einem Xbox-Spieler zusammen in einer Gruppe spielen. Ja, soviel zum Thema Konkurrenzverhalten. Dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr weiter hinzuzufügen. Wenn ihr Fragen habt, ihr kennt das Spielchen, einfach einen Kommentar unten in die Kommentarleiste machen oder täglich ab 17:30 auf Twitch. tv/abgematzt mich live erblicken. Ja, und nicht erschrecken, der Mann ist alt. Also, in diesem Sinne, bis denn.